Ui. Ein Wölfchen. Öffnet sich nicht. Na, toll. Ja, also mit Benzin. Ach, hier sind auch noch große Hangars oder so. Vielleicht ist auch das der Hangar, von dem sie sprach. Mit diesen komischen Containern. Da können wir natürlich mal gucken, was da so geht. Es ist völlig gesiegelt. Es gibt keine Weise, wie ich es öffnen könnte. Außer dieser Schalter. Aha. Gibt es hier noch mehr Schalter vielleicht? Ja, da könnte man... Was? Bitte was? Ist das vielleicht deswegen? Weil ich den Schalter betätigt habe. Naja, jedenfalls, da könnte man sicherlich hoch. Vielleicht entweder mit dieser Leiter hier oder mit einer Kiste oder so. Gucken wir gleich mal. Ne? Gibt's ja genug Kisten, die man bewegen kann. Ja. Na schön, dann gucken wir eben... Ist da jemand? Dann gucken wir eben in jeden Container einmal rein. Dumm. Ja, auf jeden Fall verschiedene Dinge. Das kann man schon mal festhalten. Ich spare mal ein bisschen Licht, ne? Ist ja eigentlich im Großen und Ganzen hell genug hier. Ja, wenn da jetzt irgendwas dahinter ist, dann Dankeschön. Aha, na guck an. Benzin. Okay, dass die Blechbüchse genug sein wird. Ich sollte weiter suchen. Ist da jetzt nichts drin oder wie? Benzin, eine Kanne voll Benzin. Vielleicht reicht uns das einfach nicht. Gut, dass er uns das sagt. Vor allem auch gut, dass er es schon weiß. Naja, wir könnten tatsächlich mal entweder da oben mal gucken oder halt wirklich die Container ausräumen und hinter die Kisten gucken. Ach, guck. Aber das, ja, brauchen wir ja eigentlich im Moment nicht wirklich. Oder es sei denn, da ist schon eine Kassette drin. Nö. Ist es nicht. Ja, bei so einem Programmcrash ist es natürlich auch praktisch, dass ich einfach auf dem anderen Rechner aufnehme. Und der einfach immer genau mein Screen aufnimmt. Da brauche ich mich nicht darum zu kümmern, ob dann wieder, ne, das Game gecaptured wird und so. Da bin ich gerade relativ froh drüber. Sagte er und merkte dann, dass die Aufnahme kaputt ist. Wahrscheinlich. Es funktioniert nicht. Ja, hier werden wir garantiert einen Benzinkanister finden. Das ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht so einen kleinen. Es ist so ein Taschenbenzinkanister. Kennt man ja. Was ist hier? Artikel vom KNR. Vergrößerter Seeverkehr verursacht lokale Sorge. Aha. Einige Tage werden hier unterstrichen. Anscheinend in diesen Tagen haben sie Ausrüstung oder Lebensmittel geliefert. Das kann natürlich sein. So ein Kalender ist mitunter dafür da, um Daten zu planen. Hier drunter ist vielleicht irgendwas. Kann ich da... Oh, kann ich tatsächlich? Na, nur so ein bisschen. Ein kleines bisschen kann ich da drunter gucken, aber auch nicht so richtig. Gucken wir mal da hinten, ob da oben noch irgendwas ist. Fände ich zwar ein bisschen... merkwürdig, wenn da oben jetzt auf einmal ein Kanister ist, aber wer weiß. Na gut, dann bedienen wir uns mal hier. Warte mal. Nö. Ja, bedienen wir uns doch mal hier. Können wir diese Kisten da rausziehen? Können wir. Sehr schön. Die dumm. Hurga. Ich muss mal öfter dran denken, auch mal, Rennen zu drücken, während ich was schiebe. Dann geht das wesentlich besser. Oh, das ist jetzt ja ungünstig. Ja, aber das müsste auch reichen. Das passt doch. Ich komme da nur nicht hoch, aber das können wir beheben. Moment. Einmal ein kleines Treppchen bauen. Ich glaube aber, das reicht nicht, oder? Nee, nicht ganz. Aber mit so ein, zwei kleinen Kisten müsste das eigentlich passen.
Also dieses Spiel, was das noch so alles, ja, was das noch so alles bietet, finde ich ziemlich erstaunlich. Hier ist einfach nix. Ach komm, echt jetzt? Wenigstens ein Schalter oder irgendwas? Das ist jetzt ja blöd. Naja, und das mit dem diesem Schalter hier, das wird doch sicherlich auch noch irgendwas vielleicht mit dem draußen zu tun haben oder so. Pass auf, was ist denn, wenn wir den Schalter mal drücken und mal rausgehen? Hat sich dann da irgendwas verändert? Siehst du, wenn wir jetzt einfach hier mal links rumgucken. Nicht. Wie hier rüber? Nee. Gibt es denn hier noch irgendwas in der Gegend? Oh, das ist hier... Eieiei, das ist sehr weitläufig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich dran glauben müssen. Ach du meine Güte, was ist das denn hier? Ein Heli-Landeplatz? Okay. Kamen wir hierher? Nee. Aber wir können rein. Scharf. Ja, vielleicht finden wir ja noch was. Oh, aber ich glaube, wir werden hier nicht sonderlich... Ah, hier können wir uns aufwärmen. Wo haben wir die denn da? Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hier werden wir nicht sonderlich aufgeheizt. Aber so geht das schon. Warten wir einen Moment ab. Vielleicht haben wir uns dann geheilt. Und was ist das eigentlich für ein Geräusch? Ihr hört das auch, oder? Irgendwie so ein Nölen. Ah, wieder diese Walgeräusche. Öffnet sich nicht. Eingefroren. Habe ich auch schon überlegt, ob wir da was dran ändern können. Mit, ich, keine Ahnung. Das Fass werden wir da wahrscheinlich nicht hinrollen können. Ja, ja, ja. Und da ist das. Okay, ich guck nochmal in dem Hangar, ob sich da noch irgendwas befindet. Was ist das für ein Schalter? Storage. So, ich bin jetzt hier gerade irgendwie schon am Hin- und Her-Irren, relativ lange. Ich habe gerade mal kurz im Netz geguckt, ob es da Informationen gibt, wie es hier weitergeht, weil ich bin da gerade nicht so sicher. Ich glaube, das war an sich schon ganz okay, was wir hier gemacht haben, aber ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie noch einen Eingang oder so, den wir übersehen haben. Wobei, nee, hier, das ist nur der Eingang, den wir schon kennen. Und... soll es irgendwie Regale geben, wo es Gasolin geben soll. Ist das hier irgendwo? Und ich habe es übersehen. Viel Ausrüstung, aber nutzlos. Das ist hier alles zu. Klar, hier sind Regale, wo wir theoretisch ran können, aber da ist nichts. Und ich zeige euch gleich noch etwas, was mich sehr verwundert. Hier sind auch noch Regale, die ich noch nicht allzu genau durchsucht habe, zugegebenermaßen. Aber hier wird sich ja jetzt nichts, hier wird sich ja kein Benzinkanister verstecken hinter diesen komischen Milchdingern, Flaschen. Nö, sehe ich nicht. Und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch etwas. Mann, die Batterien sollte ich ein bisschen schonen. Wenn man da diesen Knopf drückt, ne? Oder diesen Schalter umlegt. Warte mal, ich mach das mal. Dann kommt nämlich von da hinten ein Haken hier rüber gefahren, der aus irgendeinem Grund beim Hinfahren keine Geräusche macht. Ah doch, da kommt was. Ja, okay, wenn er jetzt ankommt, dann macht er Geräusche. Das macht Sinn. Das sehe ich noch so weit ein, aber... wir können ja auch theoretisch hier mal hochgehen, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Na, jetzt fährt er schon wieder weg. Aber da ist irgendwie nichts dran oder so. Also im Netz, da klang das so, als müsste da irgendwie eine Kiste dranhängen oder sowas. Ist aber nicht so. Sehe ich nicht. Abgesehen davon weiß ich nicht genau... was es bringen soll, damit rüber zu fahren. Ich meine, klar, dann könnte man theoretisch da auf das Dach drauf von diesem Büro. Aber, naja, irgendwie... ja, Mensch. Irgendwie sehe ich da nichts. Guck mal.
komme ich hier hoch? Dankeschön. Da ist ja nichts. Finde ich ein bisschen albern so. Und das da, das ist auch nur eine Lampe und kein Schalter oder irgendwas. Tja. Ja, ich würde sagen, dann muss ich noch mal weiter gucken. Okay, warte mal. Wir müssen mal was gucken. Wenn wir hier rauskommen und dann so 45 Grad nach rechts gehen, da waren wir ja eigentlich eben schon, da sind irgendwelche Hütten. Genau. In eine von diesen Hütten konnten wir auch rein, da haben wir uns auch schon aufgewärmt, da nämlich. Ach, da ist noch ein Hangar. Da habe ich den eben voll übersehen. Oh Mann, das war jetzt aber auch wieder unnötig. Hier, oh Mann, da muss man ganz weit rum. Noch weiter rum, ehrlich? Oder war das jetzt verkehrt? Lässt sich nicht öffnen. Ja, hier. Ah, da haben wir nämlich noch einen anderen Hangar, wo wir rein können. Oh Mann. Muss man auch erstmal drauf kommen. So, und hier müssten wir theoretisch noch was finden. Ah, hier sind auch diese Red Containers, von denen ich da gelesen habe. Ich habe mich schon gewundert. Die sind doch nicht rot, die wir da gesehen haben. Okay. Ja, so wird das langsam. Können wir hier aufmachen. Nee, scheint versperrt zu sein. Na gut. Ah, und hier haben wir noch einmal so ein Dingsbums und da wird das wahrscheinlich auch besser funktionieren. Ja, ja, ja. Mit dem Haken. Mit dem anderen Hangar war das einfach nur zum, ich weiß nicht, zum Trainieren des Players, dass es da so eine Mechanik gibt. Und hier wird garantiert zu sein, ne? Ist auf einer Klinke geschlossen. Aha. Naja gut, dann können wir hier wahrscheinlich uns hochbauen. Genau, wir nehmen jetzt hier einfach mal ein Kistchen, um uns hier was zu basteln. Upsi. So, irgendwie, warte mal. Wir probieren es mal aus. Ja, das funktioniert. Und hier wird es doch garantiert, ja, auch so einen Schalter geben. Alles klar. Dann machen wir das so. Na, komm schon. Schneller. Junge. Ah, easy, easy. Da kommt das Ding erst. Heieieiei. So, einmal hüps. Gut. Und wir fahren uns darüber. So weit, so easy. Naja, genau. Und hier sieht es eigentlich so ähnlich aus wie in dem anderen Raum. In dem anderen Hangar. Nur ein bisschen dunkler. Aber wir haben ja auch wieder so ein Büro und so. Kommen wir denn hier runter, ohne uns auf die Fresse zu legen? Das wollte ich sagen. So, da können wir gleich mal nachschauen. Aber erstmal gucken wir, ob wir hier vielleicht was finden. Was war das? Oder will ich doch nicht so genau da reingucken? Jetzt bellt hier draußen auch noch ein Hund. Ich glaube, ich spinne. Okay. Ist hier wirklich nichts? Müssen wir da rein? Es ist geschlossen oder sowas. Vielleicht könnten wir hier reinstiefeln. Naja, das geht wahrscheinlich schon. So irgendwie. Und, naja, kann ich hier irgendwie springen und... Oh. Ich weiß nicht genau, ob das so gedacht war. Aber ja, springen und hinhocken hat offenbar funktioniert. Na gut, auf jeden Fall finden wir hier was. Das deutet darauf hin, dass wir hier sein sollten. So, und? Was haben wir hier noch so? Nur Bücher. Sonst nichts? Nur ein Kalender, nichts Interessantes. Können wir die Tür denn von drinnen aufmachen? Nee. Okay. Ja, das ist eben das Problem. Ich komme irgendwie nicht so richtig easy raus. Warte mal. Ja, gut. Vielleicht können wir hier... Vielleicht liegt deswegen diese kleine Kiste hier. Pass auf, wenn ich mich jetzt hier draufstelle und dann hinhock. Ah, dann funktioniert's. So war das bestimmt gedacht. So, aber bin ich jetzt komplett
blind? Hier muss doch irgendwas sein. Gleich hier hinter. Ah, so. Oh Mann, das ist aber gut versteckt. Alter, ich glaube, meine Konzentration lässt auch einfach komplett nach. Hier, mit einer Klinke. Aha. Deswegen konnte das... Ja, das geht natürlich nicht. Diese Tür von der anderen Seite zu öffnen. Was? Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Beeil dich. Raus da. Bleibt er auch da drin? Ich bin mir da nicht so sicher. So, wir haben jetzt zweimal Benzin. Das heißt, ich glaube, wir können jetzt zurückgehen zu diesem Brückensystem oder so. Aber wir können uns hier auch erstmal kurz aufwärmen. Boah, ja, ja, genau. Wir sind schon lediert wieder, seht ihr. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt lediert sind, weil der uns irgendwie gehauen hat oder so. Oder ob das nur die Kälte ist. Mal schauen, ob das was nutzt. Ja, es nutzt was. Sehr schön. Und zweimal Benzin. Alles klar. Dann versuchen wir jetzt mal den Weg zurückzufinden. Und naja, da war ja irgendwie, das haben wir ja gesehen, bei diesem einen Schalter, bei den Brücken, da war irgendwie so eine Maschine, ein Generator oder irgendwas. Und den probieren wir jetzt mal zu aktivieren. Ich glaube, wir müssen jetzt hier den ganzen Weg zurück, kann das sein? Zeige ich euch. Mann, nicht so ein Krach. Schreck mich nicht so. Hahaha. So, ja, und dann geht dann erst das richtige Rätsel los hier mit den Brücken, oder wie ist das? Mal schauen. So, das war jetzt nämlich folgendermaßen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier sind wir ja lang gekommen. An diesem Schalter da, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe in dem Video, da habe ich ja eben mal versucht zu drücken und da ging nichts. So, hier auf der anderen Seite, genau, da ist auch noch irgendwie eine Brücke. Ja, 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 hier auf der anderen Seite, da ist auch ein Schalter. Ah, und dieses Gerät, genau. Dieser Generator ist, was ist, was die Metallbrücke antreibt. Na dann, füll mal hier. Können wir beide reinfüllen? Nicht, doch. Ach so, perfekt. Jetzt sollte der Generator arbeiten. Ja, und wie starten wir ihn? Vielleicht mit diesem Schalter. Ja, was? Ah, ich dachte schon. Können wir uns hier irgendwo aufwärmen vielleicht? Hier, hier ist ein Fass. Können wir das... Nein, das ist nicht so ein Anzündefass. Oh, das ist ja blöd. Ja, super. Das ist ja großartig. Hier vielleicht. Hier, hier, hier können wir uns mal eben aufwärmen. Warte mal, das machen wir mal eben. Sonst sind wir gleich... kaputt, sonst fallen wir gleich um und dann, ja, haben wir auch nichts davon. Haben wir auch nichts gewonnen. Blob. Gut. Oh, einfach mal ein bisschen. So ein Schluck Kaffee wieder. Und dann mal gucken, ob der sich bald mal wieder erholt hat hier. Ja, wir waren jetzt eine kleine Weile draußen. Insofern verstehe ich das schon, dass er ein kleines bisschen braucht. Aber jetzt geht's weiter. So, jetzt will ich mal wissen, inwiefern sich die Brücke da jetzt gedreht hat. Die hat sich irgendwie um, ich weiß nicht, 90 Grad gedreht? Genau. Und ah, jetzt kommen wir hier zu dem anderen Brückenabschnitt, wo wir eben nicht hinkamen. Sehr schön. Was zum Henker erwartet uns jetzt hier? Erstmal ein Fass, sehr gut. Ja. So, und wiederum ein... Oh, nichts. Es scheint, dass ich mit dieser Brücke eine Zeit lang hantieren werde. Na, super, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ey, jetzt sag nicht, dass wir hier das zweite... Benzin hier hätten reinschütten sollen, aber ich glaube nicht dran. Der hat doch gesagt, perfekt, jetzt wird's funktionieren. Als ich da was reingekippt habe, oder? Das wäre jetzt zu fies. Das wäre allzu mies. Aber hier ist wieder eine große Tür. Na, komm schon. Na, wirst du wohl. Puh.
Meine Fresse, oh Mann, und hier geht's irgendwo runter. Okay, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal eine Pause. Ich muss mich wieder ein bisschen erholen. Meine Konzentration lässt schon zu wünschen übrig. Und ich habe jetzt 2 Stunden und 40 Minuten aufgenommen. Ist für meine Verhältnisse relativ viel. Allerdings werde ich wahrscheinlich auch 1,5 Stunden davon auch wieder weggeschnitten haben. Weil es lief irgendwie nicht ganz so glatt, aber passt schon. Ja, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin wirklich gespannt, wie lang das jetzt hier noch geht. Mal schauen, wie viele Folgen wir da noch rauskriegen werden. Mal gucken. Ja, also vielen Dank nochmal und bis demnächst. Macht's gut und tschüss.